Yo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind mal wieder am Flugplatz mit den 104 Zolls und dem Jerry mit seiner Grill, der da hinten rumspringt. Und wir haben ja im letzten Video so ein bisschen über die Extras geredet und wie das alles funktioniert und eure Fragen beantwortet und so. Aber wir konnten ja nicht fliegen wegen unserem blöden Bagger auf dem Platz. Und jetzt sind wir an einem Flugplatz, der keinen Bagger auf dem Platz hat, was echt geschickt ist, weil dann können wir nämlich ein bisschen fliegen. Der Tim, der bereitet gerade schon unsere Akkus vor, oder? Ich zeig mal. Ich versuche gerade, unsere Akkus auf Temperatur zu bringen und die Sonne hier oder die Naturereignisse ein bisschen zu nutzen. Wobei die Sonne gerade noch nicht so brät, dass die Akkus mal richtig auf Temperatur hier kommen. Ja, das ist echt so ein Ding, ne? Wenn es jetzt kalt ist morgens noch, dann ja, sind die Akkus. Also wenn die Akkus schön warm sind, dann geben die, ich glaube, 30% mehr Leistung sogar. Deswegen sollten wir die davor immer ein bisschen anwärmen, irgendwie zumindest versuchen. Weil jetzt gerade sind die echt natürlich ein bisschen kalt, weil die natürlich bei uns im Keller lagern. Aber jetzt schauen wir mal, dass sie ein bisschen auf Temperatur hier kommen. Yes, und jetzt schmecken wir erstmal. Genau, jetzt fliegen wir mal los hier. Im letzten Video haben wir schon ein bisschen eure Fragen zu den Fliegern hier beantwortet. Worauf wir aber noch nicht so genau eingegangen sind, ist auf das Antriebskonzept. Wir haben ja da den KSG von Contronic drin verbaut. Und bekanntlich hat man den ja noch nicht so oft in so 3D-Kisten hier gesehen oder allgemeinen Kunstfliegern. Deswegen ist das Ding mal ganz interessant hier. Und da werden wir jetzt im Verlauf des Videos mal genauer drauf eingehen, sagen, was sind da die Vorteile, wie funktioniert das Ganze. Und einfach, wie das Ganze bei uns läuft und wie viel Leistung es bringt und so weiter. Niklas, schönen Pulli hast du da und schöne Cap. Danke, danke. Mensch, woher hast du denn die? Gute Frage. Da gibt es so einen Shop im Internet, gell? Ja. Wie heißt denn der? Weißt du das noch? Das waren, glaube ich, von den 3D-Bros. Kann das sein? Ah, nee, ich glaube, das war, wie hieß das? Nee. Das Timberland heißt das doch, oder? Oder Gucci? Nee. Was, Gucci? Nee, oder? Nee, vielleicht war es doch von diesen 3D-Bros. Hast du da vielleicht noch den Link gerade irgendwie parat, zufällig? Ja? Ach so, ja gut, das ist ja... Wenn du den immer dabei hast, das freut mich. Ja, nice, machst du gleich hier einen Flug, oder was? Ja, ich tanke jetzt und dann fliege ich nach dem Jerry. Geil, aber du hast da einen schicken Spinner am Start, ey. Danke. Junge, Junge, das sieht gut aus. Haut mal ein paar Herzen in die Kommentare für den Spinner vom Niklas, finde ich geil. Der Jerry Boy, der putzt gerade seine Haube, weil da immer was raussabbert beim Tanken. Ja, primär putze ich die, weil der Stobi mir gesagt hat, dass er jetzt schöne Fotos machen möchte. Ja. Und dann will ich, dass es schön glänzt in der Luft. Ja, das ist natürlich auch ein Ding. Aber sehr schönen Flieger haben sie da. Dankeschön. So, wir essen jetzt mir was Kleines. Wir sind gerade schon mal ein paar Mal geflogen. Hier ein bisschen grillen, ganz entspannt. Und ja, die Extra fliegt ist echt mega geil. Wir sind echt mega happy, dass es so gut funktioniert. Wir sind gerade sogar schon einmal zusammen geflogen. Tim, ich glaube, wir müssen da noch ein bisschen trainieren, ne? Müssen wir trainieren. Hier gibt's ein bisschen Wurst und Fleisch. Hashtag kein Möhrchen für Stobi. Geil. Die Flieger sind noch sehr hecklastig. Die flippen so richtig rum, wenn vor allem im Messertrudeln flippt es richtig. Der Niklas hat die Woche auseinandergerissen, das war knapp. Oh Niklas, das geht nicht. Das geht nicht klar. Jerry hat die voll runtergeschmissen. Auf jeden Fall ja, Messertrudeln, ja. Da geht es noch richtig ab und auch wenn man so eine Wende quasi fliegt aus einer Wall raus, dann macht es so die Drut kurz
Da muss vielleicht noch ein bisschen gucken, dass wir. Und wir wollen halt schon richtig geradeaus fliegen und auch wir wollen, dass die Flieger richtig gehen. Deshalb muss noch ein bisschen Gewicht nach vorne, da müssen wir noch schauen, wie wir das machen. Aber an sich richtig geil, oder? Ja, an sich richtig geil. Aber vielleicht nehmen wir jetzt einfach zwei Antriebsakkus und tun sie tatsächlich noch in den Motordom rein. Ja. Das sind gerade die Empfängerakkus noch drin. Das müssen wir noch schauen, wie wir das jetzt regeln. Aber jetzt gibt es erstmal was zu essen und dann geht's weiter. Ne? Alright, wir sind jetzt ein paar Mal geflogen und haben jetzt auch mal so ein bisschen unser Synchrontraining angefangen. Wir sind jetzt zumindest zweimal zusammen geflogen. Und Tim, was würdest du sagen? Es klappt einigermaßen gut, oder? Es klappt auf jeden Fall einigermaßen, ja. Also man muss auf jeden Fall ein bisschen üben, das ist ganz klar. Es ist nochmal was anderes, als wenn wir mit den 1,60 Meter synchron fliegen, weil die Dinger einfach viel träger sind und natürlich kann man mit den 1,60 Meter viel schneller Gas geben, dass man wieder nebeneinander kommt. Das geht halt mit größeren Fliegern schlecht, das heißt, man muss seinen Flugstil da auf jeden Fall gut anpassen. Wir haben ja im letzten Video jetzt noch nicht so viel zum KSG gesagt. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund gehabt. Das war einfach deswegen, weil wir im letzten Video, also wo wir das letzte Video gemacht haben, noch nicht so viele Flüge hatten, dass wir ein ordentliches Fazit dazu abgeben können. Gut, ein ordentliches Fazit können wir auch jetzt noch nicht dazu abgeben, aber wir sind jetzt mal deutlich mehr Flüge geflogen und können jetzt, denke ich mal, schon ein bisschen was dazu sagen. Ja, das denke ich auch. Wir haben jetzt ja diese Bernotech-Props hier getestet, die Holzlatten. Erstmal ganz kurz nochmal dazu. Es sieht zwar toll aus, aber leider hat sich jetzt schon rausgestellt, dass bei mir nach 6 oder 7 Flügen jetzt der Prop anfängt einzureißen, was echt nicht cool ist und deswegen fliege ich jetzt auch nicht mehr damit. Jetzt also kommt, eben durch die Grad, ich kann es dir noch zeigen. Ja, hier sieht man es noch nicht so, ne? Das geht noch. Das ist echt uncool, weil das ist halt auch gefährlich, wenn der Prop dann irgendwie platzt oder irgendwie sowas, dann wäre das echt doof. Deswegen haben wir jetzt Falcons bestellt, das testen wir dann nochmal mit Falcons und ich denke mal, dann ist auch der Wirkungsgrad besser, weil einfach die Latte generell steifer ist. Und jetzt zum KSG. Wir sind mega begeistert, ohne Scheiß, das meine ich jetzt voll ernst. Jetzt mit 14S 10.000 hat es echt richtig Bums mit 2814 und das ist jetzt nur nicht die Falcon. Und natürlich ist es ein bisschen anders, als wenn man jetzt irgendwie einen Verbrenner fliegt, das ist ganz klar. Das kann man nicht wirklich vergleichen, weil ein Verbrenner in der Luft nochmal viel höher dreht. Also wir haben jetzt hier am Boden gemessen 6.100 Umdrehungen pro Minute bei 150 Ampere ungefähr. Und ich würde sagen, das ist echt richtig gut. Und mit 28x14. Genau, das merkt man auch im Flug. Also das Ding ist, es hat halt jede Menge Drehmoment. Das heißt, ihr habt es ja vielleicht auch in dem Video davor gesehen, aus dem Torken zieht es echt richtig krass raus. Aber es wird halt nicht wirklich schneller. Und das ist halt der große Unterschied zum Verbrenner. Du musst halt deinen Flugstil ein bisschen anpassen auf das Elektrofliegen, weil das Ding eben einfach generell einen niedrigeren Grundspeed hat, was ja an sich mal nichts Schlechtes ist. Man muss halt einfach dann bei so Sachen, zum Beispiel wenn man runterrollt, zum Beispiel halt ein bisschen mehr Gas geben oder generell haben wir uns jetzt auch angewohnt, ein bisschen gleichmäßiger Gas zu geben. Das heißt, beim Verbrenner kannst du extreme Gasstöße geben. Bei dem Getriebe ist es natürlich vielleicht nicht ganz so gut. Also es geht natürlich auch. Wobei nicht so krass. Also man merkt schon, dass eben da das Getriebe dranhängt und es ist einfach ein bisschen träger, aber das ist jetzt nicht schlimm. Genau, aber viele von euch haben sich ja wie gesagt leistungstechnisch dafür interessiert und das können wir echt uneingeschränkt empfehlen mit den Pyro 850. Das ist total geil. Wir feiern es mega und wir haben jetzt Flugzeiten von 6 Minuten ungefähr, was auch echt top ist. 3D. 3D, genau. Also da kann man sich auf keinen Fall beschweren. Und jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das dann mit der Falcon geht. Ich hoffe mal, da geht es noch mal ein Stück besser oder ich schätze es sogar, dass es da noch mal ein Stück besser geht. Dazu können wir euch aber dann genaueres sagen, wenn wir das Ganze dann getestet haben. Und jetzt brät da gerade einer drüber hier. Soundtechnisch kann man sich jetzt natürlich auch drüber streiten. Wie man hört, Verbrenner ist natürlich geil, klar, beim Drüberfliegen, das ist ganz klar. Wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, das Elektro-Ding hat auch echt was, weil es ist nicht leise. Also das ist nicht so, dass es sich zum einen irgendwie nach Getriebe anhört, das macht jetzt nicht irgendwie ein ekliges Geräusch oder sowas. Und zum anderen klingt es auch echt männlich. Also ich finde, wenn ich damit Vollgas drüber brate, dann bin ich genauso zufrieden, wie wenn ich mit einem Verbrenner Vollgas drüber brate. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tim. Naja, Verbrenner ist schon nochmal eine andere Nummer, aber für ein Elektro klingt schon nicht schlecht. Also ich muss sagen, der Sound ist echt geil und das ist mal vor allem was anderes, wenn du da mit zwei Kisten drüber bretzelst mit dem Ding, ist es auf jeden Fall nochmal was anderes als jeder, der irgendwie Verbrenner fliegt. Deswegen, also Fazit von uns, Leistung top, funktioniert einwandfrei. Wir sind jetzt noch ein bisschen mit der Anlaufrate hochgegangen, dass wir noch ein bisschen mehr Anlaufgeschwindigkeit haben und ja, geiles Teil. Okay, wir können jetzt mal noch hier mal kurz in den Flieger noch ein bisschen reingucken, mal abnehmen.
Dank, by the way. Hier solltet ihr aufpassen mit den Kabinenhaubenschrauben. Die habe ich jetzt hier in die Anlenkung reingelegt. Sollte man aber im Normalfall vielleicht eher nicht machen. Wenn man die mal vergisst und dann halt irgendwie der Flieger anmacht und dann rudert, ist halt ganz schlecht. Dann hier. Ist man einfach dumm. Klar, mit dem Querruder, genau. So sieht es jetzt hier drin aus. Ich denke, das habt ihr schon im vorherigen Video mal leicht gesehen. Wie gesagt, im Vergleich zur V1, vielleicht können wir das auch noch kurz zeigen, ist gerade eine da hier zufällig am Platz, ist sie echt leer. Bei der V1 war hier unten noch der Dämpfertunnel drin. Das ist jetzt raus. Da vorne sind zwar Dämpferhalter, aber im Prinzip kein ganzer Tunnel mehr. Und dadurch ist das Ganze hier halt echt offen. Und das ist im Prinzip kaum was drin. Also das Wingstabi ist im Prinzip hier drin, die Akkus, vorne noch ein paar Akkus, aber mehr eigentlich auch nicht. Das Kabel läuft hier noch vorbei. Ja, alles in allem ziemlich clean. Alles in allem sehr clean, genau. Hier, das habt ihr auch gesehen, hier die Akkubox jetzt, wie das jetzt aussieht. Hier oben die anderen zwei Akkus drauf. Wir packen aber wahrscheinlich die zwei Akkus hier vorne noch in den Motordom rein, weil wir gerade noch echt hecklastig sind. Ne? Es ist echt, ich weiß nicht, ob man das jetzt in der B-Roll vorgesehen hat oder im Flug vorgesehen hat. Es ist halt zum Teil echt hecklastig und das merkt man auch. Es flippt rum wie Sau. Dass es zum Teil echt flippt und dann steht der Flieger irgendwie und ja, es ist... Ja, jeder, der schon mal einen arschhecklastigen Flieger geflogen ist, weiß, wie sich das Also es geht zwar schon gut zum Fliegen, aber teilweise ist es halt echt ein bisschen komisch einfach. und da wir halt schon auch, da wir schon auch gescheit geradeaus fliegen wollen, klassisch auch fliegen wollen, nicht nur irgendwie am Boden rumturnen wollen, wollen wir einfach, dass der Flieger auch schön geradeaus geht. Deswegen müssen jetzt vermutlich die zwei Akkus noch weiter vor. Und das wird wahrscheinlich nur gehen, indem wir die zwei eben hier vorne, da wo jetzt gerade die Empfängerakkus drin sind, die da irgendwie reinpacken in Form von einem Brett irgendwie, dass wir ein Brett machen, auf die zwei Akkus draufkommen. Und dann wird das Brett vorne reingeschoben, weil wenn man die Akkus jedes Mal da vorne irgendwie reinmachen muss, ich glaube, das ist dann auch ein relativ starkes Gefummel dann. Jetzt und da mal. Wir ja auch vier Kabel haben, die genau. Vom Regler kommen und die zwei Kabel von den Akkus immer noch zusammengesteckt werden müssen, muss man sich auch definitiv konzentrieren, wenn man das Ganze ansteckt. Ne? Genau, man sieht es hier, es ist ein bisschen ein, ich sage jetzt nicht, es ist ein Wirrwarr, aber man muss nicht sagen, das ist ein Wirrwarr. Man sollte sich auf jeden Fall konzentrieren, was man hier macht. Das sind immerhin dann 14S zusammen. Ja, und wenn 14S ein 60 Volt insgesamt sind das. Ja, genau. Ja. Ich habe ja gesagt 14S. Ja, genau. Und wenn man die halt mal irgendwie aus Versehen kurzschließt, dann gibt es halt schon einen dementsprechenden Knall. Nicht gut. Und das sollte definitiv nicht passieren. Nee. Und deswegen sollte man da immer ein bisschen bei der Sache bleiben. Aber wir haben dann eine ganz gute Taktik entwickelt. Erst die Akkus vorher zusammenstecken, dann rein und dann alle roten und alle schwarzen zusammen und dann bist du euch safe. Ne? Wir lassen auch immer noch, selbst wenn wir die Akkus reinmachen, noch die Isolierungen hier vorne dran und machen die erst weg, wenn wir quasi zusammenstecken, dass halt wirklich nichts irgendwie aus Versehen mal passieren kann. Weil wenn wir die hier schon drin haben und dann gibt es einen Knall, dann wäre das Ganze ein bisschen blöd. Ja, aber alles in allem, wie gesagt, funktioniert es echt mega gut. Alles wir sind echt richtig zufrieden. Ja, alles in allem. Sehr gut. Wie gesagt, müssen wir noch gucken mit dem Schwerpunkt und dann läuft auch das voll. Jerry, wie findest du es jetzt so? Vom Fliegen? Mahlzeit. Super. Super, gell? Funktioniert besser als gedacht. Ja. Jetzt noch einen richtigen Prop drauf und dann geht's richtig zur Sache. Dann geht's richtig zur Sache. Go fly. Go. So, und dann würde man sagen, war es das für heute mit dem Video. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mit dem Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.